Für mich besteht zwischen Agilität und Qualität kein Widerspruch. Die Agilität ist mehr eine Mindset-Frage als eine Frage, bin ich organisiert oder nicht organisiert. Genauso agil wie die Systeme und die Unternehmen sind, muss die Security auch sein und vorbereitet sein auf den Vorfall. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern wann. Now, obviously, there is no shiny new thing. So CIOs are faced with a whole load of different frameworks, such as Agile, DevOps, Safe, ITIL4. And the trick is, which ones do they have to choose? In unserer Erfahrung sind die Erfolgsfaktoren People, Processes und Tools. Tools und Processes sind die eher technischeren Aspekte, daher auch einfacheren Aspekte umzusetzen. People, die Transformation der Menschen, des Mindsets, der Shift Left, das ist für uns ein ganz kritischer Erfolgsfaktor. Ich glaube, das Thema Service Management wird auch in den nächsten Jahren ein Thema sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine solche Plattform hat, auch für den Austausch, auch zu sehen, was tun die anderen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch mal einen Tag aus dem Alltag zu kommen, um sich vielleicht seine Gedanken zu machen, Inputs zu kriegen. Wie jedes Jahr Leute zu treffen, sich wieder zu sehen, sie auszutauschen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Digitalisierung uns eine wahnsinnige Chance gibt. Und zwar die Chance, uns darauf zu fokussieren, was ist eigentlich der Kern vom Menschsein. Die Highlights von SMFS 2022. Ja, ich bin nach wie vor überwältigt von den vielen zufriedenen Gesichtern. Das ist mein größtes Highlight. Es hat natürlich tolle Speaker gehabt rund um den ganzen Event. Für die Zukunft mit dem Gewinn des Awards erhoffe ich mir natürlich auch, dass sich auch andere Firmen trauen, da mitzumachen bei einer so tollen Sache.